Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Super und passt. Wir haben zu mir gezogen. Wir werden gleich fahren zum Baumarkt und verkaufen unsere Bretter und OBS-Platten. Und ja, müsst ihr sein. Wir fahren dann mal hin und dann fahren wir nochmal zurück und wir holen dann her die Paletten für unsere Schweineschlachter hier, unsere Schlachthof. Zaun kommt noch nicht vorbei. Ja, dann können wir das entsprechend für die Paletten holen und dann dann nach und nach alles liegen, was wir gebraucht ist. Ne? Von der Verpackung und alles. Werden wir auch die Verpackung noch hinten nochmal liefern, wenn die Taktschütze auch noch machen. Schweine und man keine liefern und also die Woche auch nicht. Die müssten wir einen Tag gut mästen. Ne? Ein paar Kilos mehr auf die Rippen kriegen. Und aber rein theoretisch kann man ja schon ein paar überbringen, ne? Wenn wir so weit sind. So, ich habe heute einen neuen Modus, in Anführungszeichen. Und wir sind wieder bei 60 FPS. Der neue Monitor hat sich jetzt voll dafür geeignet. Ist hier ein bisschen mehr Farben. Denke ich mal, das nicht, aber im Großen und Ganzen sollte es nicht schlechter werden. Zur ich habe ein bisschen gebastelt und ein bisschen getan und ein bisschen gesucht. Ich denke mal, ich habe das hier echt schon lange gefunden. Hoffe ich jedenfalls. Ein paar graue Haare mehr. So also einfach Kabel einstecken und loslegen, passt aber nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich wollte es haben und habe ich dann auch, ne? So. Jetzt gehen wir ein bisschen Geld in die Kasse rein. Jetzt fahren wir zurück und holen die Leerpaletten. Die Leerpaletten brauchen wir jetzt wieder zum Schlachthof. Einmal, hier ist weit alles verkauft. Malz könnten wir auch noch zum Dings bringen, zum Brauerei. Als einfache Maßnahme in Anführungszeichen. Um für den nächsten Mal, sobald wir Hopfen haben, die Brauerei wieder in Betrieb nehmen können. Ne? Das ist das Support, der läuft. Hopfen müssen wir noch anbauen. Ich hoffe, dass wir durch die Schweine ein bisschen Geld verdienen und so uns noch ein und anderen Feld leisten können. Weil Hopfen brauchen wir nun viel. Also der Hopfen hat nicht lange gereicht. 2 Tage glaube ich und was alle. Ne, hier bei Papier, Akten zu holen und all sowas. Wir holen das mal. Wenn ihr was hört, ich höre wenig. Liegt aber daran, dass ich meine Lautstärke zu dringend hatte. Aber die Anzeige für der OBS ist eigentlich perfekt, kann man sagen. Ne? Wie gesagt, eigentlich. Das ist immer nicht so einfach. Ich muss das gleich immer testen. Aber wie gesagt, das ist. Ja. Bisschen zurückschieben. Kabel, die man aus sich stört. So, schnell laufen. Ja. Heute ist es schon spät geworden. Ich habe viel probiert, gemacht, getan. Das mit der FPS passt, also bei mir jedenfalls passt und bei der ja, OBS auch. Hoffe, das klappt. So, Paletten. Maximum. Sorry, Maximum, mehr geht nicht. Klar, ne? Logisch, Maximum, ne? Die liegen jetzt schon hier und die werden wir jetzt entsprechend aufladen. Ein Autoload, ne? Ja, mit einer Palette wäre oder mit Stapler wäre ganz schön heftig, ne? Dann müsste ich echt auf 9 Tage gehen und Stapler arbeiten will, ne? Wäre aber auch, wie gesagt, auf Dauer lang wollte ich dann ganz mehrere Folgen mit Stapler fahren würde, ne? Weil wir haben hier ein bisschen mehr als nur Landwirtschaft, ne? Ja, die WGH läuft auch noch. Ich habe da hier Originalpreise, ich habe keine Preise geändert.
dauert halt ein bisschen länger, bis wir das irgendwie Geld haben von der BGH, um das hinzukriegen. Aber mit der Zeit wird das schon was, ja. Das sind 16 Paletten, die wir brauchen. Noch 5. Die eine kommen wohl nicht ran. Aber das macht ja nichts, ne? Wir laden einfach aus. Dann werden wir gleich aufgeladen. So. Heizkraftwerk, ja. So. Ja, gut. Stroh hatte ich mal ein bisschen. Leerpalette. Maximum. Steht drauf, ne? LKW. Mein Bild flackert ein bisschen im Menü. Liegt vor einer System. Ja. Von Nivea. So, wir stehen drauf. Macht ja nichts. So, nochmal probieren. Na, viel haben wir nicht mehr, ne? Das ist. Dann müssen wir nochmal ins. Ja. Holz holen, ne? Hol ich hier noch was? Mal gucken, ne? Da liegt noch was. Mal gucken, was da. Also wieder Holz haben wir auch eine Anzeige drauf, ne? So, Leerpaletten aktiv. Ich habe die anderen ausgemacht, weil wir sind wirklich daran interessiert. Gehen wir auf 5 Geschwindigkeit. Interessiert, dass wir da, dass wir uns hier, dass wir da schon Paletten machen sind erst. Dass wir unsere Produktion zu laufen bekommen. Also. Also da nicht jetzt hier ja Zeit verschenken, ne? Nicht, dass wir hier Schweine haben und alles da, was fehlt, Leerpaletten. So, die fahren wir jetzt im Schlachthof und dann fahren wir im Anschluss, weil hier keine Wiese. Produktion weg. Ach, 3. Ah, ja gut, okay. Die Wiese war 2. Beziehungsweise, ja, 2. 3 war was anderes. Ich bekam schon direkt aber Raps. Super GAU. Die Saat ist weg. Ja, gut. Da muss man neu aussehen, ne? Aber ist alles gut. Alles gut. So. Hier vorne ist Papierfabrik. Schlachthof fällt mir jetzt gerade so ein, haben wir angebaut, ne? Aber es ein bisschen mit Absicht, um ein bisschen die Ressourcen vom Rechner zu schonen. Anführungszeichen, ne? Dass die Performance nicht zu stark belastet wird. Wenn wir überall einen Fleck alles bauen, wird es irgendwann ungünstig auf Dauer. Wir werden zwar ein oder andere noch machen, hinstellen, aber jetzt wollen wir ganz kurz ganz blöd gucken, wo man denn baut. Irgendwo hier in der Nähe. War an dem Platz, wo es eigentlich mal vorgesehen ist. Also, wow. Ja. Geradeaus, rechts, ist unser Schlachthof. Ja, und das ist super. Das müsste gerade so gehen. Da drüben sind Tiere und hier vorne. Oh, was packt denn hier vorne wieder mal? So, Leerpaletten. Kartoffelette. So, hier mal kurz abladen. Das nimmt sich ja auch, ne? Das, was man nicht nimmt, werden wir nachher reinschieben. So. Die eine nimmt er nicht, das ist schon mal zu sehen. Wir werden jetzt nicht leicht von links fahren. Zur Verpackungsfabrik. Und
werden uns dann gleich. Das ist ja gemein, ne? Einen nimmt er nicht. Aber die schieben wir rein. Schade, dass wir kein Geld für kriegen, ne? Aber das können wir ja dafür nachher ne, Fleisch verkaufen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Verpackung war gewesen. Oh, der Zaun ist ungünstig, ne? Lange LKW kommt da nicht rum. Also schwer, schwer, sehr schwer. Wir würden uns dauernd festfahren. Und das wäre schlecht. So, Verpackung holen. Wir werden beides holen. Papier und Verpackung. Mal sehen, und beides brauchen. Schauen wir mal, ne? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe noch nie gebaut. Erstes Mal, wo ich das sehe, Verpackung. So, wo kriegen wir das jetzt her? Vorne, ne? Ich hoffe, dass bei euch der Ton passt. Meine größte Sorge. Wenn Ton nicht passt, ist immer ganz schlecht. Achtung, sind das alle. Hat einfach hinten gewesen. Achtung. Da war ja was mit den Trägern hier. Jetzt haben wir ein freistehendes Dach. Ist ja, ich sag mal so, ich komme vom Bau und bin da jetzt ein bisschen skeptisch, ob das halten würde, ne? Dass ich irgendwelche andere Abstützung geben müsste oder zumindest innen drinne. So, was haben wir? Karton und Papier. Was uns fehlt, sag schon zu. So. Das heißt, Papier. Das machen wir nicht. Wir machen 10. Na, 10 machen wir schon. Und 10 Verpackungen. Ach, da ist es. Weil wir kriegen ja eh nur 20 drauf. Ist aber okay. So, und dann müssten wir sehen, dass wir jetzt immer demnächst Hackschnitzel wieder kriegen und Wasser. Wäre sicherlich ein Vorteil, wenn man sie produzieren könnte, ne? Auf Dauer ist es ja schlecht, wenn wir nichts produzieren, ne? Die sehen aus wie Dings hier, ne? Aber gut, das ist egal. Das ist halt eine Optik. Erfüllen muss die Funktion sein, ne? Also, Gras jetzt auch schon wieder. So. Das können wir wieder oben machen. So. Aber wie gesagt, normalerweise würde man die Sachen mit einem Stapler aufladen, ne? Aber wie gesagt, es wäre eine sehr, sehr mühsame Geschichte und ob noch hinzukommen würde, es wird zu lange dauern. Ich meine, normalerweise muss man das so machen, aber wäre schon normal, ne? Um. Weil die wollen noch mehr machen als nur mit dem Gabelstapler fahren, ne? Das ist das ganze Problem dabei. Und die Waren direkt kaufen. Ich glaube, verkehrt gefahren. Und die Waren direkt kaufen. Ich wiederhole mich beim über das Menü wäre glaube ich nicht billig. Und reine Landwirtschaft alleine möchte ich hier nicht machen, weil einfach die Möglichkeiten da sind, das auszureizen. Ne? Ich glaube, da kommt was ich hin. Da kommt Papier verkaufen.
So, Verpackung oder? Kartonpalette. Ah, okay. Da gucken wir mal gleich ins Ein, dann ist das Stress. Da steht es garantiert dann alles drauf. Und so, Produkte, was brauchen wir? Karton. Wer will Papier haben eigentlich? Gut, dann nehmen wir Karton, ne? So, C, so. Aber wir laden mal alles ab. Und dann nehmen wir den Rest wieder auf. Oh. Bisschen flackern habe ich im Bild. Kann auch an alles liegen, also. Ich denke, ihr dürft nichts sehen normalerweise. Für mich ist wichtig, dass ich mir entscheiden kann nachher, ob ich nachher mal die Aufnahme auch teste, ne? Also sonst haben wir ein Problem, ist das nicht, aber nicht schön, wenn es nicht gut ist, ne? Diese Falschparker hier. Wieso parken wir? Ach, die Angestellten. Ja, gut, okay. Müssen irgendwo stehen, ne? Wow, Wasser. Gut, dann Baumarkt und verkaufen, ne? Auch nicht ganz gut. Ein bisschen Geld können wir immer brauchen. Die wollen auf dem Felder kaufen. Und Schulden zurückzahlen. Junge, Schulden zurückzahlen. Das ist immer viel wichtiger. Obwohl Feld auch nicht schlecht wäre. Aber erstmal Schulden zurückzahlen. So. Entschuldigung. Oh, da klingelt eine Kasse. Freut mir am besten, wenn das eine Kasse klingelt, das ist immer schön. So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich muss mal gleich testen. Dann sag ich mal tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Ja, es geht dann, denk mal, heute noch eine weitere Folge. Bis dann und tschüss und danke fürs Zuschauen.